Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie ja viele von Ihnen wissen, haben meine Frau und ich und meine Familie dieses Jahr das Laubhüttenfest in Kalifornien gehalten. Und ich dachte mir, dass Sie vielleicht ein wenig daran interessiert sein könnten, was es eigentlich mit dem Halten des Laubhüttenfestes auf sich hat. Ich möchte heute nicht auf die Frage eingehen, ob die jährlichen Festtage Gottes noch zu halten sind. Das sind Themen, die ich ja bereits in anderen Predigten erörtert habe. Es sei hier nur festgestellt, dass es Menschen gibt, die den wöchentlichen Sabbat halten wollen, weil sie erkannt haben, dass der wöchentliche Sabbat als Teil der 10 Gebote nach wie vor verbindlich ist, aber nicht willens sind, die jährlichen Festtage zu halten, obwohl auch die Sabbat genannt werden in der Bibel. Also diesen Unterschied, den sie machen wollen, dieser Unterschied ist keineswegs konsequent. Jesus Christus hat das Laubhüttenfest zum Beispiel klar und deutlich gehalten, wie wir dies im Neuen Testament lesen. Und wie wir auch noch lesen werden, werden in der Zukunft die Menschen das Laubhüttenfest halten und auch die anderen jährlichen Festtage. Aber darauf möchte ich nicht unbedingt heute eingehen, sondern ich möchte mich heute mit der Frage befassen, warum? Warum tun wir, was wir tun, die wir Teil sind der Kirche Gottes? Und ich meine jetzt nicht, wir tun es, weil uns Gott dies befiehlt, das ist klar. Aber warum befiehlt uns Gott dies? Ich habe am Eröffnungsabend des Laubhüttenfestes hier in Kalifornien eine Predigt gehalten, die ein wenig auf diese Frage eingeht. Und ich möchte heute in dieser Predigt diese gleiche Thematik im Deutschen behandeln. Zunächst einmal gesagt, wir sind für 8 Tage in einem Hotel und versammeln uns dort auch in einer Halle für religiöse Predigten. Versammlungen. 7 Tage das Laubhüttenfest und dann der letzte große Tag, der 8. Tag. Und da besteht eine Symbolik, die wir dadurch manifestieren, dass wir das Laubhüttenfest halten. Und einige sagen, ja, aber wie kann ich das tun? Ich habe das Geld nicht dazu. Ich habe, sagen wir einmal, Probleme gesundheitlicher Art, die mich also davon abhalten, das Laubhüttenfest zu halten. Aber schauen Sie, Gott hat befohlen, es zu tun. Und wir werden heute sehen, warum. Und wenn Gott etwas befiehlt, dann gibt er uns auch Wege und Möglichkeiten, seine Gebote zu halten. Ich möchte ein wenig heute über das 10. Gebot sprechen. Nun, die meisten haben auch davon wenig Ahnung, sind der Auffassung, dass das 10. Gebot der Bibel abgeschafft sei. Aber Gott sagt uns, dass wenn wir die Zehnten und die Opfergaben nicht erbringen, dann befinden wir uns unter einem Fluch. Und er sagt, die ganze Nation Israel befindet sich unter einem Fluch. Sie lesen dieses Buch Maleachi, eine Endzeitprophezeiung. Die meisten haben keine Vorstellung, dann, wenn sie etwas vom Zehnten gehört haben, was damit gemeint ist. Und ich werde in künftigen Predigten einmal näher darauf eingehen. Es geht nicht darum, Gelder an Organisationen zu schicken, die vielleicht gute Werke in Afrika tun. Darum geht es keineswegs. Wussten Sie, dass es mehrere Zehnten gibt? Der erste Zehnte, den wir normalerweise als den Zehnten betrachten, ist der Zuwachs des Einkommens. In anderen Worten, 10% von dem, was man so einnimmt, soll an Gott abgegeben werden. An Gott. Und heute an Gottes Kirche. Jesus Christus ist das Haupt der Kirche Gottes. Nun, Sie müssen sich selbst darüber klar werden, wo heute Gottes Kirche ist. Und wenn Sie sich darüber klar geworden sind, dann besteht für Sie die Verpflichtung, den Zehnten an Gottes Kirche abzuführen. Aber das ist der erste Zehnte. Und dann hat Gott aber auch sichergestellt, dass Sie in der Lage sein werden, finanziell das Laubhüttenfest zu besuchen, am Laubhüttenfest teilzunehmen, und zwar dort, wo sich seine Kirche versammelt, aufgrund des sogenannten zweiten Zehntens, des Festzehntens. Denn Gott erwartet auch von Ihnen, dass Sie einen Teil dessen, was Sie einnehmen, mit anderen Worten 10%, zur Seite legen, um dann die Möglichkeit zu haben, das Laubhüttenfest zu halten, hauptsächlich. Nun, schauen Sie, einige sagen, das ist eine unglaubliche Belastung und das ist finanziell ja auch gar nicht möglich. Aber Gott sagt, wenn Sie das tun, was er erwartet und was er Ihnen befiehlt, dann wird er Sie segnen. Und zwar auf eine Weise segnen, die sich das gar nicht vorstellen können. Aber wenn Sie es nicht tun, dann werden Sie auch keinen Segen erhalten, sondern
Sie befinden sich nach wie vor unter einem Fluch. Das Slotwittenfest zu halten, ist eine wunderbare Gelegenheit. Wir haben es dieses Jahr, meine Familie und ich, in Kalifornien getan. Wir werden es nächstes Jahr, meine Frau und ich zumindest, in North Wales tun. Im Norden von Wales, wo auch dieses Jahr bereits schon Versammlungen stattgefunden haben. Ich würde mich freuen, einige von Ihnen dort begrüßen zu können. Diejenigen, die kein Englisch sprechen, die werden insoweit unterstützt werden, dadurch, dass wir Simultanübersetzungen ins Deutsche präsentieren werden, wie wir das auch hier in Amerika dieses Jahr getan haben. Und unsere deutschsprachigen Geschwister haben auf diese Weise auch an den Versammlungen teilnehmen können. Schauen Sie, das Slotwittenfest ist für uns, unsere Familie, der Höhepunkt des Jahres. Ich bin im Jahr 1974 getauft worden, habe seitdem jedes Jahr das Slotwittenfest gehalten. Es hat kein Jahr gegeben, wo ich es nicht gehalten habe. Meine Frau hat es sogar noch länger gehalten. Nicht, weil sie älter wäre als ich, sondern weil sie in der Kirche groß geworden ist durch ihre Eltern. Das Slotwittenfest ist gerade vorbei. Und wir warten jetzt schon auf das nächste Fest, nächstes Jahr, im Herbst. Da gab es viele Tränen, als das Slotwittenfest endete, weil man wieder Abschied nehmen musste von dieser herrlichen Gelegenheit. Man musste zurückkehren in den Alltag dieser Welt. Und die Geschwister konnten kaum erwarten, das nächste Slotwittenfest halten zu können. Warum tun wir dies? Warum haben wir eine solche Freude, aber auch gleichzeitig eine solche Erwartung, dieses Slotwittenfest halten zu können? Was bedeutet es? Was versinnbildlicht es? Warum kehren wir zu Hotels zurück? Warum verlassen wir unsere Wohnungen? Diejenigen, die es können. Nun, diejenigen, die es nicht können, die es wirklich finanziell nicht können, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht können, aber die es halten wollen, die sollten sich an mich wenden. Und wir werden da einiges besprechen, wie Sie das Slotwittenfest halten können, wenn Sie es wirklich wollen. Nun, einige von Ihnen, die haben mich bereits schon darum gebeten, wenn wir jetzt im Frühjahr zu den Tagen der ungesäuerten Brote nach Deutschland kommen, sich zu taufen. Und wir haben bereits schon gewisse Taufgespräche begonnen über E-Mail oder über Telefon sogar. Und wir werden auch noch persönliche Gespräche führen müssen, denn die Taufe ist eine sehr wichtige, unwiderrufliche Entscheidung. Wenn man bereit ist, sich taufen zu lassen als Erwachsener in der richtigen Art und Weise, dann soll man sich taufen lassen ohne Verzug, sobald wie die Möglichkeit sich ergibt. Und zwar durch einen ordinierten Geistlichen der wahren Kirche Gottes. Und auch da geht es wieder darum, für Sie zu entscheiden, wo sich eine solche Gelegenheit bietet. Aber wenn man nicht bereit ist, das zu tun, was Gott von uns verlangt, dann wäre eine solche Taufe nutzlos. Denn sie würden keineswegs den Heiligen Geist erhalten, den sie nebenbei gesagt nur erhalten können durch eine Erwachsenentaufe, nicht als Baby. Aber Gott sagt uns, er gibt den Heiligen Geist nur denen, die bereits schon in diesem Leben gezeigt haben, bevor sie getauft werden, dass sie bereit sind, Gott zu gehorchen, in allem. Wenn es um die wahre Kirche Gottes geht, wie kann man sie identifizieren? Nun, zunächst einmal geht es darum, dass die wahre Kirche Gottes den Namen, den richtigen Namen hat. Christus hat gesagt, er würde seine Jünger im Namen des Vaters erhalten. Und der Name des Vaters ist Gott. Und dann wird die wahre Kirche Gottes die Gesetze predigen. Sie wird keineswegs lehren, dass Christus gekommen ist, das Gesetz abzuschaffen. Sondern, dass man heute die 10 Gebote sogar auch noch im Sinn, vom Sinngehalt her halten muss. Die Kirche wird lehren, was Sünde ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die Kirche wird lehren, dass man die Sünden übertritt oder die Sünde, die Übertretung des Gesetzes bereuen muss. Wirklich bereuen muss, aufhören muss, die Sünde zu begehen. Die Kirche wird lehren, dass Christus für uns gestorben ist. Er war das Opfer, das Passahlamm, das für uns geschlachtet wurde, sodass wir die Strafe für Sünde, den ewigen Tod, nicht mehr erleiden müssen, wenn wir das Opfer Jesu Christi annehmen, wenn wir Vergebung der Sünden erlangen. Die Kirche wird lehren, wer und was Gott ist. Keineswegs eine Dreieinigkeit, sondern eine Familie, aus dem Vater und aus dem Sohn bestehend, die sich aber vergrößern will. Die wahre Kirche wird lehren, was Wiedergeburt bedeutet. Dass wenn wir den Heiligen Geist Gottes erlangen, wieder gezeugt sind in die Familie Gottes.
aber nicht wiedergeboren, dass die Wiedergeburt erst im Zeitpunkt stattfinden wird, wenn Jesus Christus zurückkommt, wenn wir den Heiligen Geist haben. Die Kirche Gottes wird auch das Evangelium vom Reich Gottes predigen. Die frohe Botschaft, die gute Nachricht, was das Reich Gottes ist, wie man in das Reich Gottes gelangen kann. Sie wird keineswegs predigen, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben, oder in die Hölle. Und es gibt noch so viele weitere Lehren, die wahre Kirche Gottes predigen und lehren wird. Und Sie müssen erkennen, wo sich diese Kirche befindet. Und zwar geht es jetzt um alle Gebote, die heute noch gültig sind, inklusive die jährlichen Festtage, inklusive der wöchentliche Sabbat, inklusive das 10. Gebot und so weiter und so fort. Und wenn jemand, der zu mir kommt und sich taufen lassen will, nicht bereit ist, alles dies zu tun, der ist auch nicht bereit für die Taufe. Und auf der anderen Seite ist es so, einige kamen zu mir und sagten, ja, ich möchte mich taufen lassen, aber ich will nicht Teil werden einer Organisation. Die verstehen auch nicht, was die Taufe bedeutet. Denn wir werden ja in den Leib Christi hineingetauft, wie die Bibel uns das sagt. Und der Leib Christi ist organisiert. Christus hat seiner Kirche, wie es heißt, Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Pasteure, Lehrer, die uns eben lehren sollen, in der Erkenntnis Christi zu wachsen, sodass wir vollkommen werden können. Wenn Sie getauft werden und den Heiligen Geist erhalten, werden Sie in den Leib Christi gezeugt, in die Familie Gottes gezeugt. Sie werden ein wiedergeborenes Geistwesen sein, wenn Christus zurückkommt. Schauen Sie, wir sind heute gezeugte Mitglieder der Familie Gottes, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben. Und so wird hin und wieder die Kirche Gottes auch als ein Embryo des Reiches Gottes bezeichnet, weil die Kirche ist unsere Mutter, wie es heißt, die uns ja ernährt, wie ein ungeborenes Kind im Mutterleib ernährt wird. Also die Idee, dass man sich taufen lassen kann und dass man dann weiter seinen individuellen Weg gehen kann, abgeschnitten sein kann von anderen Mitgliedern der Kirche, ist absolut verkehrt und zeigt auch, dass ein solcher Täufling, potenzieller Täufling, nicht versteht, worum es eigentlich geht. Zurückkehrend jetzt zum Laubhüttenfest. Nur als Beispiel jetzt, aber ich möchte heute diese Predigt dazu verwenden, einmal näher darauf einzugehen. Warum halten wir das Laubhüttenfest? Warum habe ich das schon seit was 35, 37 Jahre gehalten? Warum werde ich es auch weiterhin in der Zukunft halten und keiner wird kommen, dem er sagen kann, ich brauche das heute nicht mehr zu halten, es sei heute nicht mehr verbindlich, weil ich verstehe das besser. Und diejenigen, die das heute sagen, verstehen es eben nicht, haben die Wahrheit eben nicht erkannt. Schauen Sie, es gab eine Zeit im Alten Testament, im alten Israel, wo Israel das Verständnis der Festtage verloren hatte. Die waren in die Gefangenschaft geführt worden. Und als sie aus der Gefangenschaft herauskamen, ich spreche jetzt vom Haus Juda, als sie zurückkehrten ins gelobte Land, da hatten sie viele vergessen von dem, was Gott ihnen erzählt hatte, erklärt hatte, gelehrt hatte. Und schauen wir uns einmal jetzt eine interessante Episode an im Buch Nehemia. Im Buch Nehemia im 8. Kapitel, da wird nämlich darauf hingewiesen, dass auf einmal diese Erkenntnis im Hinblick auf die jährlichen Festtage wieder kam. Gott zeigte denen erneut, dass die jährlichen Festtage gehalten werden müssen. Wie auch heute Jesus Christus durch seine Kirche mehr und mehr der Welt deutlich macht, dass die jährlichen Festtage gehalten werden müssen. Viele von Ihnen haben mir geschrieben und gesagt, bevor Sie meine Predigten gehört haben, haben Sie überhaupt keine Ahnung davon gehabt, dass die jährlichen Festtage gehalten werden müssen und was die eigentlich bedeuten. Nun, das war damals im alten Israel nicht unähnlich. Und so lesen wir hier in Nehemia Kapitel 8 und Vers 1. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Jetzt lesen wir weiter in Vers 14, im gleichen Kapitel, Nehemia 8 und Vers 14. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest, es geht hier um das Laubhüttenfest, im 7. Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dann lesen wir in Vers 17.
Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Nun, warum machen wir heute keine Laubhütten mehr? Aber was versinnbildlicht dies? Und warum halten wir heute das Laubhüttenfest fern von unseren Wohnstätten ab? Es heißt hier, denn sie hatten die Israeliten, oder dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Also seit Josua, dem Nachfolger Mose, hatten die Israeliten nicht das Laubhüttenfest mehr gehalten, die ganze Zeit hindurch. Bis auf diesen Tag hatten sie es nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und wenn wir heute das Laubhüttenfest halten, dann haben wir auch eine sehr große Freude. Und wir verspüren Trauer, wenn das Laubhüttenfest zu Ende ist. Wir lesen hier in Vers 18, und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen. Und wenn wir das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag halten, für 8 Tage, wird jeden Tag eine Versammlung abgehalten. Und dann in hohen Festtagen sogar 2. Wie auch hier, es wurde an jedem Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest 7 Tage. Und am 8. Tage die Versammlung, wie es sich gebührt. Nicht wie es sich gebührt, hä? Wie es sich gebührt. Auch heute noch ist das etwas, was Gott von seiner wahren Kirche, den geistlichen Israeliten, erwartet und verlangt. Schauen Sie, was uns hier gesagt wird. Sie hielten das Fest der Laubhütten in Laubhütten, oder man könnte sagen in zeitweiligen Wohnstätten, denn das ist die Bedeutung von Laubhütten, das sind zeitweilige Wohnstätten. Und sie hielten dies für 8 Tage. Sie versammelten sich für 8 Tage. Sie hatten große Freude für 8 Tage. Und sie kamen zu dem Ort, den Gott bestimmt hatte. Schauen Sie, die hielten das Fest nicht unbedingt in ihren persönlichen, individuellen Wohnstätten. Die kamen zu dem Ort hin, wo Gott seinen Namen gesetzt hatte. Zur Zeit Christi war dies die Stadt Jerusalem. Jesus kam nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest dort zu halten. Der lebte aber nicht in Jerusalem, der lebte damals in Nazareth. Aber er kam mit den Eltern nach Jerusalem, um das Laubhüttenfest dort zu halten. Schauen wir uns 5. Mose Kapitel 12 an und schauen wir uns an, was Gott uns sagt, was Gott den Israeliten damals gesagt hat, was er uns heute sagt. Es geht nicht darum, dass wir einfach für uns entscheiden können und bestimmen können, wo wir das Laubhüttenfest halten wollen. Nein, Gott setzt durch seine Kirche fest, wo das Laubhüttenfest gehalten werden soll. In 5. Mose Kapitel 12, und ich kann Ihnen sagen, da ich für viele Jahre mich dabei engagiert habe, vorbereitet habe, zusammen mit einer Frau, einen Festort zu finden, das ist keine leichte Angelegenheit. Und es geht da sehr viel Planung mit hinein. Und wir beten sehr viel, dass Gott uns zeigen möge, wo er will, dass wir das Laubhüttenfest halten. 5. Mose, Kapitel 12, die Verse 4 und 5. Da heißt es, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht so dienen, mit anderen Worten, man macht halt seinen Gottesdienst halt, wo man so will, sondern die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, die sollt ihr aufsuchen und dahin kommen. Und dann Vers 12. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und es geht hier auch wiederum um das Laubhüttenfest. Ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte, eure Mägde und die Leviten, die in euren Städten wohnen. Denn sie haben weder Anteil noch Erbe mit euch. Und einige sagen, ja, aber wenn ich das tue und ich verlasse jetzt mein Haus für 8 Tage oder vielleicht sogar noch länger, aber man muss ja auch noch den Anreisetag und den Abreisetag mit berücksichtigen. Ja, kann da nicht einiges geschehen bei mir zu Hause? Vielleicht wird dann eingebrochen. Vielleicht, wenn ich zurückkomme, da finde ich alles weg, was ich in meinem Haus so habe. Schauen Sie, Gott hat uns auch ein Versprechen gegeben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die ganzen Jahre hindurch, dass das Versprechen in meinem Leben immer erfüllt worden ist. Das Versprechen ist, dass Gott unsere Heimstätten beschützen wird, wenn wir sie verlassen, um das Laubhüttenfest zu halten. 2. Mose, Kapitel 34. 2. Mose, Kapitel 34. Und in Vers 24. 2. Mose, Kapitel 34 und Vers 24.
Denn ich werde die Heiden vor dir ausstoßen und dein Gebiet weit machen, und niemand soll dein Land begehren, während du dreimal im Jahr hinaufgehst. Das war damals der Fall, da ging man im Frühling hinauf zu der Stätte, die Gott dann herausgerufen hatte, dann zur Zeit des Pfingstfestes und dann zur Zeit des Laubhüttenfestes. Dreimal im Jahr geht er im Jahr hinauf, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Also der Punkt war der, wenn sie hinaufgingen, um vor dem Herrn zu erscheinen, während dieser Zeit, um die Jahresfeste zu halten, würde Gott das Land und damit natürlich auch dann die Häuser der Israeliten beschützen. Das war das Versprechen. Aber Gott wollte eben, dass die Israeliten auch ihren Teil taten, wie das auch heute der Fall ist. Nun, warum aber sollen wir das Fest für 8 Tage lang halten? Was ist der Zweck? Und es gibt sicherlich viele Gründe. Und ich spreche jetzt nicht von dem Gebot, das Gott uns gegeben hat. Das ist schon ausschlaggebend genug. Wenn Gott uns etwas gebietet, müssen wir es tun, ob wir den Sinngehalt verstehen oder nicht. Aber Gott hat uns auch gezeigt, warum. Und vielleicht der wichtigste Zweck, den ich Ihnen hier mitteilen könnte, ist der, dass wir verstehen sollen und müssen, wer wir und was wir heute sind in dieser Welt. Man kann es so formulieren. Wahre Christen und diejenigen, die sich auf der Reise hin zum wahren Christentum befinden, die werden Pilger genannt. Die werden Fremdlinge genannt. Ein Gast auf dieser Erde, in diesem jetzigen Leben. Schauen Sie, dieses jetzige Leben ist nicht Endzweck unserer Existenz. Dieses jetzige Leben dient zur Vorbereitung auf das Zukünftige. Und wenn wir für 8 Tage uns entfernt haben von unseren häuslichen Annehmlichkeiten, sagen wir einmal, dann wird uns das immer deutlich und bewusst. Jetzt sind wir zunächst einmal für 8 Tage Fremdlinge, Besucher sozusagen. Und das Laubhüttenfest symbolisiert ja die Zeit des Millenniums. Wir haben also bereits jetzt schon die Vorfreude dessen, was die ganze Welt erkennen wird und erfahren wird. Eine Zeit des Friedens, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber schauen wir uns einmal an, was wir heute sind, was die Bibel sagt, was wir heute sind. In 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 1. 1. Petrus Kapitel 1 und in Vers 1. Da heißt es: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Schauen Sie, wie Gott die Israeliten anspricht, die damals verstreut wohnten, in der Verstreuung, in der Diaspora, wie es auch genannt wird. Die auserwählten Fremdlinge. Wir sind heute alle auserwählte Fremdlinge, wenn wir wahre Christen sind oder uns auf dem Weg hin zum wahren Christentum befinden. Gott hat uns auserwählt aus dieser Welt. Wir sind jetzt Fremdlinge in dieser Welt. Und wenn wir das Laubhüttenfest halten, werden wir immer an diese Tatsache erinnert. Petrus sagt dies erneut in 1. Petrus 1 und Vers 17. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Schauen Sie, wir leben heute auf dieser Erde als in einer Fremde sozusagen. Das ist nicht das eigentliche Ziel unseres Lebens, in dieser von Satan beherrschten Welt leben zu müssen. Wir erkennen, dass dies vorübergehend ist, dass Christus kommen wird, alles dies zu verändern, dass er dann die Herrschaft über diese Erde übernehmen wird. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 11. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger,
Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Also als Pilger, als Fremdlinge haben wir natürlich eine Verantwortung. Wir müssen uns dann auch dieser Pilgerschaft würdig erweisen. Schauen Sie, Christus kam, uns herauszurufen, uns auszuerwählen, sozusagen, aus dieser Welt. Wir sind zwar noch in der Welt, rein physisch gesehen, aber wir gehören nicht mehr der Welt an. Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Da sagt Christus, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, sagt Christus zum Vater. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Schauen Sie, erhalte sie in deinem Namen. Der Name des Vaters ist Gott. Deswegen wird unsere Organisation auch die Kirche des ewigen Gottes genannt. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Schauen Sie auch hier, sagt Christus, die wahren Jünger Christi sollen eins werden in Gesinnung. Sie können nicht eins werden, wenn sie total keinen Kontakt haben mit ihren Geschwistern. In Vers 14, in Johannes Kapitel 17. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihre Gesinnung ist eine andere. Sie leben hier als Fremdlinge, als Pilger, als ein Gast auf dieser Erde. Schauen wir uns an, was Christus sagt in Offenbarung Kapitel 18. Offenbarung Kapitel 18. Und in Vers 4. Und er sagt dies hier durch einen Engel. Johannes hört eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Also es geht hier um das Babylon der Endzeit, aber es wird hier auch symbolisch betrachtet für das gesamte babylonische System dieser Welt. Und Gott sagt uns, geht aus von ihr, mein Volk. Ein Volk ist etwas, was zusammengehört, nicht wahr? Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Das babylonische System dieser Welt ist ein System der Sünde, absolut der Sünde. Das lehrt, dass das Gesetz Gottes abgeschafft sei. Und was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Diese Welt lebt in Sünde. Christus sagt, wir sollen herauskommen aus dieser Welt, aus der Sündenhaftigkeit dieser Welt, als Gast, als Pilger, als Fremdling, damit wir nicht teilhaben an den Sünden dieser Welt. Damit wir nicht teilnehmen müssen an den Plagen, die über diese Welt ausgeschüttet werden. In, wie ich meine, nicht allzu ferner Zukunft. Also schauen Sie, wir sind Erben eines permanenten Reiches Gottes. Gott will uns ja das Reich geben. Wir sollen hier in das Reich Gottes eintreten. Aber wissen Sie, was das Reich Gottes ist? Auch das haben die meisten Menschen nicht begriffen, haben keine Ahnung davon, was das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist Gott. Es ist die Familie Gottes, die herrscht, die heute aus dem Vater und dem Sohn besteht. Aber wie ich sagte, Gott will sich durch uns vermehren. Wir sollen teilhaben an der Familie, an dem Reich Gottes. Wenn Sie im Reich Gottes sein werden, werden Sie Gott sein. Nun sagen Sie mir mal, welche andere Kirche das lehrt. Aber das ist genau das, was die Bibel uns sagt. Wir sollen teilhaben am Reich Gottes, an der Familie Gottes. Da können Sie nicht teilhaben an der Welt. Das ist unmöglich. Es wird das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes auf dieser Erde errichtet werden, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und Sie sollen teilhaben an dieser Herrschaft als ein Gottwesen. Schauen Sie, Gottes Volk hat immer schon auf Besseres geblickt. Gottes Volk, wahre Christen, auch im Alten Testament, diejenigen, die Gottes Geist hatten, die haben immer schon verstanden, dass diese Welt nicht das ist, worum es eigentlich geht. Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 11 an. Hebräer Kapitel 11, die Verse 9 und 10. Hebräer Kapitel 11 und die Verse 9 und 10. Da lesen wir.
Durch den Glauben ist er, Abraham, ein Fremdling gewesen. In dem verheißenen Lande, selbst im verheißenen Lande, was ja physisch war, war er ein Fremdling, denn darum ging es eigentlich gar nicht. Aber er war ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Welche Stadt wird hier angesprochen? Nun, die Bibel zeigt uns sehr deutlich, auch im Buch der Offenbarung, es geht um das himmlische Jerusalem, das aber auf die Erde herabkommen wird, nach dem Millennium, nach dem großen weißen Throngericht, nach der dritten Auferstehung, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Das ist letztendlich das, worauf wir blicken sollen, auf die Geistwelt, die dann existieren wird. Abraham wartete auf diese Stadt, deren Grund, wie es heißt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Auch im 11. Kapitel in den Versen 13 bis 16. Diese alle sind gestorben im Glauben, haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen. Worum geht es bei der Verheißung? Um das ewige Leben, um ein Geistwesen zu werden. Sondern es haben es nur von Ferne gesehen und gegrüßt. Und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Das heißt nicht, dass wir in den Himmel gehen, wenn wir sterben. Wir haben ja gerade gelesen, es geht um das himmlische Jerusalem, das auf diese Erde kommen wird. Wenn Gott der Vater sogar auf diese Erde kommen wird. Sie sehnen sich nach einem himmlischen Vaterland. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Auch hier wiederum die Bezugnahme. Das himmlische Jerusalem. Schauen Sie, dieses Leben ist nur zeitweilig. Wir sind heute Gast auf dieser Erde. Und das ist egal, wo wir leben mögen. Es kommt nicht darauf an, ob Sie jetzt in Deutschland leben, in Österreich, in der Schweiz, in kontinentalen Europa, in Großbritannien, in Amerika, Russland, China, was immer. Wo immer Sie auch leben mögen, als ein wahrer Christ, sind Sie ein Gast, ein Fremdling in dem Lande, in dem Sie leben mögen. Schauen Sie, unsere Bürgerschaft, die auf die es ankommt, die ist ja gar nicht hier. Die ist ja gar nicht hier auf Erden. Die ist ja gar nicht in Bezug zu setzen mit einem spezifischen Land. Sondern schauen wir uns an, was uns in Philipper Kapitel 3 gesagt wird. Philipper Kapitel 3 und Vers 20. Philipper Kapitel 3 und Vers 20. Da sagt Paulus, unser Bürgerrecht, aber ist im Himmel. Im Himmel, wo unsere Namen aufgeschrieben sind, die im Buch des Lebens verzeichnet sind. Aber auch das heißt jetzt nicht, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, dass wir den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Schauen Sie, wie Paulus fortfährt zu sagen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir werden Jesus Christus gleich sein. Seiner Herrlichkeit gleich sein. Schauen Sie sich im Buch der Offenbarung einmal an, wie Jesus Christus im verherrlichten Zustand beschrieben wird. Wir werden so aussehen, wie Christus heute aussieht. Aber deshalb, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist und aus dem Himmel erwarten wir Christus, der auf diese Erde kommt, uns auferweckt, wenn wir gestorben sind in Christus, wenn wir noch leben, verwandeln wird zu Geistwesen, Teil zu werden der Familie Gottes, Gott zu werden. Das ist die Hoffnung, die wir haben, auf die wir uns konzentrieren sollen. Wenn wir verstehen, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, dann verstehen wir auch, dass unser physisches Leben heute nur zeitweilig ist, nur zeitweilig sein kann. Das Physische vergeht. Das, was ewig ist, das bleibt bestehen. Das Geistige.
Schauen wir uns einmal in Psalm 84 und Vers 6 eine interessante Stelle an. Psalm 84 und Vers 6. Da heißt es hier in der Lutherbibel: Wohl den Menschen, die sich für ihre Stärke halten oder die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Nun, die Menge-Bibel übersetzt das genauer, wie folgt: Wohl denen, die in dir ihre Stärke finden, wenn auf Pilgerfahrten sie sinnen. Auf Pilgerfahrten sie sinnen. Erkennen, dass sie Pilger sind auf dieser Erde. Wir sind Pilger, Gäste, Fremdlinge in dieser Welt, damit wir eine bessere Welt erlangen können. Die Werte, die Ideen, die Philosophien dieser Welt, die Religionen, die alles das, was so heute gelehrt wird, inklusive die Kriege, die wir heute führen, das sind nicht die unseren. Damit haben wir als wahre Christen absolut nichts zu tun zu haben. Die politischen Ideen, die so herumgeistern, haben mit dem wahren Christentum nichts zu tun. Es ist ja auch ein Grund dafür vorhanden, dass der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt gesagt hat, man kann ein Land nicht mit der Bergpredigt regieren. Das alleine sollte uns schon einiges sagen. Wir müssen uns auf Gott konzentrieren. Und Gott zeigt uns, wie wir unsere Pilgerfahrt erfolgreich durchlaufen können. Es geht nicht darum, dass wir jetzt als Pilger zu einem sogenannten heiligen Ort da wandern und uns dann irgendwie da Wunder entgegenbringen lassen sollen. Das ist totaler Unfug. Darum geht es nicht. Es geht um unser Leben. Wir sind Pilger auf Erden heute. Psalm 119. Psalm 119, die Verse 54 und 55. Deine Gebote sind mein Lied im Hause, in dem ich ein Fremdling bin. Herr, ich denke des Nachts an deinen Namen und halte dein Gesetz. Schauen Sie, wenn wir in Hotels oder anderen zeitweiligen Wohnsitzen während des Festes leben, dann erinnern wir uns ständig daran, dass unser Leben nur sehr zeitweilig ist. Schauen Sie, der Genuss der Sünde ist vorübergehend. Ja, es wird vom Genuss der Sünde gesprochen. Wenn es kein, in Anführungszeichen, Genuss wäre, zu sündigen, würden die meisten Menschen ja nicht sündigen. Aber er ist eben vorübergehend. Und er ist natürlich auch verkehrt. Aber er ist vorübergehend. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Die Verse 23 bis 26. Wir hatten gerade von der Nacht gelesen, die Tatsache, dass David des Nachts Gott gedenkt. Nun, als wir das Laubhüttenfest begannen wir es des Abends. Denn des Nachts sozusagen. Man liest auch zum Beispiel während der Tage der ungesäuerten Brote von der Nacht des Wachens. Also es gibt schon Gelegenheiten, wo man ganz buchstäblich Gott des Nachts verehrt in diesem Sinne. Aber schauen wir uns jetzt hier, wie ich sagte, Hebräer 11 an und die Verse 23 bis 26. Hebräer 11, die Verse 23 bis 26. Da lesen wir: Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen vor seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Das Gebot bestand ja darin, dass alle erstgeborenen Israeliten getötet werden sollten. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Er wollte nicht eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Er verstand, dass der Genuss der Sünde vorübergehend sein würde und natürlich auch große Strafe mit sich bringen würde. Er war willens, Schmach zu leiden. Lesen wir den nächsten Vers. Und er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Nun, wenn er die Schmach Christi für einen größeren Reichtum hielt, bedeutet dies, dass er verstand, wer und was Christus war. Einige sagen, Christus hat gar nicht existiert vor seiner Geburt als Mensch. Andere sagen, Christus war ein Engel.
Blödsinn. Totaler Blödsinn. Christus war immer schon die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, die immer schon aus Gott dem Vater und dem Sohn Jesus Christus bestanden hat. Das heißt, Gott der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Jesus Christus, das Gottwesen, wurde Mensch, um für sie sterben zu können, um die Sünde im Fleisch überwinden zu können. Wer Christus als ein Engelwesen degradiert, oder wer sogar behauptet, Christus habe gar nicht existiert vor seiner Geburt als Mensch, leugnet damit Gott und kann keine Vergebung der Sünden erlangen, weil er das Opfer Jesu Christi nicht im vollen Maße begreift. Nun, schauen wir uns Johannes Kapitel 6 an. Johannes Kapitel 6 und Vers 27. Johannes Kapitel 6 und Vers 27. Da lesen wir: Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist. Also nicht geht es um den vergänglichen Genuss der Sünde, sondern Christus sagt, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Darauf kommt es an, dass wir uns bewähren in diesem zeitweiligen, vorübergehenden Leben, damit wir würdig befunden werden, das ewige Leben ererben zu können. Und so heißt es hier, die wird euch der Menschensohn geben, diese Speise, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Und Christus sagt ja, keiner kommt zum Vater als alleine durch mich. Und Petrus sagt ja auch, dass es keinen gibt, durch den wir das Heil erlangen können, als alleine durch Jesus Christus. Und Christus wird uns zur Wahrheit führen. Und die Wahrheit beinhaltet auch, seine Gebote zu halten. Denn was sagt uns Christus? Der liebt mich, der meine Worte hält. Der meine Gebote hält. Der meint, Christus sei gekommen, die Gebote Gottes abzuschaffen, irrt sehr, kennt die Kraft der Schrift nicht. Wir haben nur eine kurze Zeit, uns hier in diesem Leben zu qualifizieren. Wir haben nur eine kurze Zeit zu verstehen, dass dieses nur ein sehr vorübergehendes Leben ist und dass wir einem besseren Leben, dem ewigen Leben im Reich Gottes, entgegenwirken sollen. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und schauen Sie, wenn wir das Laubhüttenfest für 8 Tage lang halten und dann auch geistlich gesehen erbaut werden durch die Predigten, die wir hören werden an jedem Tag, dann verstehen wir mehr und mehr, worauf es eigentlich ankommt. Und wie ich sagte, ich habe über 35 Jahre das Laubhüttenfest gehalten und werde es auch weiterhin tun, weil ich die Bedeutung dieses Festes verstehe. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch zu dem gerade diese Erkenntnis erlangen werden, warum sie das Laubhüttenfest halten müssen. Sie haben eigentlich, wenn sie es richtig bedenken, keine andere Wahl. Aber es gibt noch mehrere Gründe, warum uns Gott gebietet, das Laubhüttenfest zu halten. Schauen Sie, das Fest weist auf eine bessere Welt hin. Eine Welt, wo es keine Gewalt mehr geben wird. Keine Verbrechen, keine Armut, keine Krankheit, sondern eine Welt, die voller Freude sein wird. Und wir sollen uns heute schon am Laubhüttenfest an dieser Zukunft erfreuen. Und deswegen sagt uns Gott, dass wir Freude haben sollen. Und das bedeutet auch in physischer Hinsicht. Wir haben zum Beispiel einen Tanzabend gehabt während des Laubhüttenfestes, eine Talentshow, andere physische Aktivitäten, die uns als Familie Gottes zusammenbringen und an denen wir uns erfreuen können. Wir werden Wohlstand haben, Sicherheit. Denn Christus wird in dieser neuen Welt herrschen. Nicht mehr Satan, der Teufel. Aber schauen Sie, Sie und ich, wenn wir uns qualifiziert haben, ins Reich Gottes eintreten zu können, wir werden auch mit Christus und unter Christus herrschen. Als Gottwesen, als Teil der Familie Gottes. Wir werden dann Gott sein. Wir werden denken, wir werden handeln wie Gott. Es heute schon tut. Und das gibt uns und sollte uns vollkommene Freude geben, zu erkennen, dass wir nicht mehr diese kläglichen Individuen sind und sein werden, die wir heute noch sind, die wir immer noch gegen die Sünde ankämpfen müssen, die immer noch
in uns herrscht, die wir überwinden müssen, die wir nur durch die Kraft Gottes in uns, den Heiligen Geist, überwinden können. Alles dies wird Vergangenheit sein. Es wird dann keinen Tod mehr für uns geben. Es wird dann kein Leid, keinen Schmerz mehr für uns geben. Wenn das nicht Grund genug zur Freude ist, weiß ich nicht, was Grund genug für Freude sein kann. Und wir werden diese unsere Freude mit anderen teilen im Millennium. Und wir sollen dies auch heute schon tun. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 25 an. Matthäus Kapitel 25 und Vers 21. Matthäus Kapitel 25 und in Vers 21. Da sprach der Herr zu ihm. Jetzt ist also Jesus Christus zurückgekommen aus dem Himmel und er gibt jetzt den Lohn an seine Knechte, die sich als würdig erwiesen haben. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deines Herrn Freude. Wir werden teilhaben an der Freude Gottes. Wir werden selbst diese Freude Gottes dann ausstrahlen, weil wir selbst Gott sein werden. Aber auch heute schon, wenn wir Gottes Geist in uns haben, sollten wir im Großen und Ganzen Menschen sein, die sich an dieser Wahrheit erfreuen. Und diese Freude sollte sich widerspiegeln. Und andere sollten dies erkennen können, dass wir etwas verstehen, dass wir etwas haben, was so ganz anders ist als diese Hoffnungslosigkeit, die heute in dieser Welt im Großen und Ganzen herrscht. Wir werden anderen zeigen in der Zukunft, dass es beglückender ist, Gottes Weg zu gehen, als den Weg der Sünde. Dass es beglückender ist, zu geben, als zu nehmen. Heute lebt die Welt den Weg des Nehmens. Alles ist auf Nehmen aus, auf Kriegen, auf Krieg. Das ist nicht Gottes Weg. Das ist der Weg Satans, des Teufels, der nur in Unheil und in Unglück enden wird. Aber schauen wir uns einmal an, was in Apostelgeschichte Kapitel 20 steht. Apostelgeschichte Kapitel 20 und in Vers 35. Apostelgeschichte Kapitel 20 und in Vers 35. Da sagt Paulus, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist ein Ausspruch, den Christus getan hat, der gar nicht einmal in den vier Evangelien geschrieben steht, der aber getätigt wurde und Paulus zitiert ihn. Und es war den anderen, zu denen er sprach, auch bekannt, dass Jesus Christus dies gesagt hatte. Geben ist seliger als nehmen. Nun, im Griechischen steht für das Wort seliger das Wort glücklicher oder beglückender. Man ist mehr glücklich, wenn man gibt. Es ist beglückender für uns zu geben, als zu nehmen. Viele haben das noch nicht begriffen. Auch manche, die Gottes Geist haben, haben das noch nicht begriffen. Dass es beglückender ist, zu geben. Und Gott sagt ja auch, wenn wir willens sind zu geben, wird er uns auch dafür segnen. Aber man wird ein glücklicherer Mensch dadurch, dass man anderen Gutes tun will und in der Lage ist, weil Gott einen segnet, es zu tun. Schauen Sie, die ganze Welt wird in der Zukunft das Laubhüttenfest halten. Wir sind heute lediglich auch Pilger und Vorläufer dessen, was die ganze Welt tun wird. Wir tun es heute bereits schon, weil Gott uns diese Wahrheit offenbart hat. Die Welt heute hat im Großen und Ganzen dies noch nicht verstanden. Aber wenn sie es verstanden haben, dann erwartet Gott von ihnen, dass sie seinem Gebot Folge leisten. Zur Taufe zurückzukehren. Ich würde niemanden taufen, der sich weigert, heute den Sabbat oder die heiligen Festtage zu halten. Weil das ein Verbot ist, für mich als Geistlicher, jemanden zu taufen, der sich weigert, Gottes Gebote zu halten. Schauen Sie, die ganze Welt wird es tun, wenn Gott Ihnen heute schon die Augen öffnet, was für eine Entschuldigung haben Sie, es nicht zu tun. Nicht nur wird es die Welt tun, sondern wir werden
Lehrer dieser Welt sein. Wir werden die Welt belehren, es zu tun. Weil wir in diesem Leben bereits schon die Erfahrung gemacht haben, wie wundervoll es ist, es zu tun. Wir werden also von Erfahrung sprechen können. In Offenbarung Kapitel 20 lesen wir Vers 4. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 4. Ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig. Und die regierten mit Christus 1000 Jahre. Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Das ist die Auferstehung zum ewigen Leben. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Die können nicht mehr sterben. Der zweite Tod ist ja das Vernichten des physischen Lebens. Aber diejenigen, die in der ersten Auferstehung sein werden, die können diesen zweiten Tod nicht mehr erleiden, weil sie ja Geistwesen sein werden. Das heißt, sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren. 1000 Jahre. Zwei Dinge werden hier erwähnt. Die werden Priester sein und die werden herrschen. In Kapitel 5 in Offenbarung lesen wir die Verse 9 und 10. Offenbarung Kapitel 5 und die Verse 9 und 10. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet, es geht hier um Jesus Christus, der hier als ein Lamm symbolisiert wird, du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Schauen Sie, Christus hat durch seinen Opfertod uns gekauft. Wir sind gar nicht mehr unser eigenes Eigentum. Wir gehören Christus an, wir gehören Gott an. Sie sagen uns, wie wir heute zu leben haben. Und du hast sie gemacht, Vers 10, unserem Gott, zu Königen und Priestern. Und sie werden herrschen auf Erden. Nicht im Himmel, auf Erden. Aber wir werden Könige sein und wir werden Priester sein. Könige und Priester Gottes, des Vaters. Ein König regiert. Ein König setzt das Gesetz durch. Gesetz ist nicht abgeschafft. Der König setzt es durch. Ein Priester lehrt das Gesetz. Nicht abgeschafft. Er lehrt das Gesetz. Wir werden beides tun. Wir werden Könige und Priester sein. Wir werden das Gesetz Gottes lehren und wir werden es durchsetzen. Schauen wir uns die Aufgabe des Priesters an, wie sie in Hesekiel Kapitel 44 beschrieben steht. Hesekiel Kapitel 44, die Verse 23 und 24. Hesekiel 44 und die Verse 23 und 24. Es geht hier um die Priester. Sie sollen mein Volk lehren. Das ist zu unterscheiden, wisse, zwischen Heiligem und Unheiligem. Zwischen Reinem und Unreinem. Und wenn eine Streitsache vor sie kommt, sollen sie Richter sein und nach meinem Recht das Urteil sprechen. Und sollen bei allen meinen Festen meine Gebote und Ordnungen halten und meine Sabbate heiligen. Das ist die Aufgabe des Priesters, das Richtige zu lehren, was heilig ist. Gottes Sabbat, sowohl der wöchentliche als auch die heiligen Festtage, sind nach wie vor heilig. Wir sollen die Menschen lehren, auch heute tun wir dies bereits, wie zum Beispiel durch diese Predigt jetzt, was heilig ist und was nicht heilig ist. Der Sonntag war noch nie heilig. Kein Mensch kann etwas heilig machen, was Gott nicht heilig gemacht hat. Gott hat den Sabbat heilig gemacht. Gott hat die heiligen Festtage heilig gemacht. Gott hat den Sonntag nicht heilig gemacht. Gott hat Weihnachten, Ostern, Halloween nicht heilig gemacht. Das sind keine Feste, die den Siegel Gottes für sich in Anspruch nehmen können. Und die wahren Diener Gottes müssen dies heute predigen. Schauen wir uns auch Maleachi Kapitel 2 an. Maleachi Kapitel 2.
Und in Vers 7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche. Denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Er spricht im Namen Gottes. Viele schreiben heute Brief und sagen am Ende, wir verbleiben im Namen Christi. Nun, wenn sie das sagen, dann seien sie sich auch besser dessen bewusst, dass sie vorgeben, im Namen Jesu Christi zu schreiben. Und wenn sie etwas da schreiben, was nicht der Wahrheit entspricht, dann erklären sie sich selbst zu einem Lügner, der nicht im Auftrage Gottes spricht. Ein wahrer Diener Gottes wird das lehren, was Gott in seinem Wort uns offenbart hat. Wer sich weigert, das Gesetz zu halten im Millennium, in der Zukunft, wenn Gott hier auf Erden herrschen wird durch Jesus Christus, inklusive Gottes heilige Festtage, der wird gelehrt werden, dass man es tun muss. Zu seinem eigenen Vorteil. Und Ungehorsam wird bestraft werden. Aber zunächst einmal geht es um die Lehre. Man kann nicht jemanden bestrafen dafür, dass er etwas tut, was er nicht weiß. Es geht darum, zunächst einmal die Wahrheit zu lehren. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Buch Obadja an, im Alten Testament. Dieses Buch befindet sich vor dem Buch Jona und nach dem Buch Amos. Das hat nur ein Kapitel. Und in Vers 21 lesen wir Folgendes. Obadja in Vers 21. Und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen. Aber im Hebräischen kann das Wort auch Retter bedeuten. Wir werden sowohl Gerettete sein, indem das uns Christus gerettet hat, aber wir werden auch selbst Retter sein, indem wir jetzt dazu benutzt werden, anderen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen. Es werden also die Geretteten oder die Retter vom Berge Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten, auszurichten, denen zu erklären, verständlich zu machen, worum es geht. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Eine Prophezeiung für die Zukunft, an der sie teilnehmen können, wenn sie dem Ruf Gottes, falls er an sie heute ergeht, Folge leisten. Auch wiederum im Buch Daniel, Kapitel 12. Daniel, Kapitel 12 und in Vers 3. Daniel, Kapitel 12 und Vers 3. Es geht hier um die Auferstehung. Die erste Auferstehung zum ewigen Leben. Und was werden die dann tun, die in der Auferstehung sein werden? Die da lehren, schauen Sie, die da lehren, die werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das wird unsere Aufgabe sein als Priester Gottes. Wir werden die Wahrheit lehren. Wir werden dadurch viele zur Gerechtigkeit hinweisen. Was ist Gerechtigkeit? Alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit. Fern sei es von uns, zu behaupten, dass die 10 Gebote und die Vorschriften, die 10 Gebote näher erklären, abgeschafft seien. Was für ein totaler Unsinn. Was für eine Verdrehung des Wortes Gottes. Und wie sieht es aus als König? Was wird unsere Aufgabe sein, wenn wir Könige sein werden? Wir werden ja sowohl Priester als auch Könige sein. Nun, Offenbarung Kapitel 2 macht dies deutlich. Es geht hier um Rebellion. Werden wir Rebellion tolerieren? Werden wir Rebellen tolerieren, die sich gegen die Herrschaft Gottes auflehnen? Offenbarung Kapitel 2, die Verse 26 und 27. Da sagt Christus seiner Kirche, wer überwindet, wer die Sünde überwindet, wer sein eigenes Ich überwindet, wer Sieger wird über die Sünde, über Satan, über die Welt, über sich selbst. Wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe. Keine Kompromisse werden erlaubt. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wenn es darum geht, dass die absolut nicht willens sind, Gottes Gebote zu halten. Wenn die in Rebellion verharren wollen. Wenn die nur Unheil bringen wollen über diese Welt, das wird nicht mehr erlaubt sein.
Schauen wir uns Sacharja Kapitel 16 an. Sacharja Kapitel 14, vielmehr die Verse 16 bis 19. Sacharja Kapitel 14, die Verse 16 bis 19. Und hier wird uns gezeigt, was das alles beinhalten wird. Werden die Festtage Gottes im Millennium gehalten werden? Werden wir zusehen, dass sie gehalten werden? Oder ist das alles abgeschafft? Sacharja Kapitel 14, die Verse 16 bis 19. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, Jesus Christus, und um das Labhüttenfest zu halten. Denen wird gelehrt werden, dass die heiligen Tage Gottes nach wie vor gültig sind. Nicht nur der Sabbat, sondern auch die heiligen Jahresfeste, die Sabbate. Vers 17. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, denn das wird jetzt der Ort sein, wo Gott seinen Namen wird wohnen lassen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth. Über das wird es nicht regnen. Das ist eine Art und Weise, wie wir mit eisernem Stabe regieren werden. Wir werden Regen und andere Segnungen vorenthalten, um den Menschen zu zeigen, was sie tun müssen, um die aufzuwecken. Vers 18. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht darauf zöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen. Mit anderen Worten, kein Regen, mit der Herr alle Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter. Also Gott sagt hier deutlich, wer das Laubhüttenfest nicht hält, begeht Sünde. Und wer das Laubhüttenfest im Millennium nicht halten wird, der begeht Sünde. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Und deswegen halten wir es heute schon, weil wir wissen, was es versinnbildlicht. Nicht nur alleine deshalb, weil Gott es uns befiehlt, das wäre schon Grund genug, wie ich sagte, sondern auch, weil wir erkennen, warum wir es tun, warum es uns Gott befiehlt. Weil wir Vorläufer sind, Repräsentanten Christi sind für das, was noch kommen wird, für alle Menschen. Die Welt wird lernen, in Frieden, in Freude, in Harmonie zu leben, in Wohlstand, in Sicherheit. Und wir lernen dies heute schon, sollten es zumindest, ganz besonders während des Laubhüttenfestes. Wir sollten uns bemühen, aber nicht nur während des Laubhüttenfestes, als Pilger, als Fremdlinge, als Gast auf Erden so zu leben, wie es Gott von uns erwartet, damit wir anderen letztendlich nachher den Weg zeigen können, weil wir bereits es erlebt haben in unserem Leben, wie es geht. Wie ich sagte, wir können von Erfahrung sprechen. Machen Sie, meine Damen und Herren, die Erfahrung, die Gott von Ihnen erwartet, dass Sie auch teilhaben können am Reich Gottes, wenn Christus zurückkommt, um seine Herrschaft hier auf Erden zu errichten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.